Hallihallo, liebe Leute da draußen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Battle Total Annihilation Kingdoms. Ja, ich habe selber nicht mehr für möglich gehalten, aber ich habe endlich mal etwas Zeit gefunden, eine neue Folge aufzunehmen oder eine neue Session aufzunehmen. Und ja, jetzt sind wir endlich mal wieder hier. Und ja, was gucken wir uns heute denn an? Wir gucken uns heute mal das neue Volk Delian an. Ja, ein ziemlich cooles Volk, was ich, wie ich finde. Passt unglaublich gut in das ganze Szenario von Total Annihilation Kingdoms rein. Extrem gut gelungen, sage ich jetzt schon mal. Und ja, wir spielen ja mal, ja doch, gegen Taros, ne? Weil Taros wegen ist so. So, jetzt gucken wir uns nochmal eine schnieke Karte hier aus. Wir gucken uns mal eine schnieke Karte aus, ja. Machen wir mal. Wir nehmen natürlich wieder eine von meinen Karten. Ja, ich weiß auch schon welche. Wir nehmen Zonische Inseln. Weil die Karte doch ziemlich cool ist. Ja, so eine riesige Seeschlachtenkarte eigentlich. Ist eigentlich eine Karte für Multiplayer. Aber okay, nehmen wir sie trotzdem mal. Okay, soweit, so gut. Sichtlinie, okay, alles klar. Dann würde ich mal sagen, Spiel starten oder Let the battle begin! Okay, der Ladebalken braucht heute etwas länger. Ja, also, Und sonst so geht's euch gut. Ah, er macht was, er macht was. Ah, es wird langsam, es wird langsam. Also, es wird langsam. Hallo. Jetzt macht er was. Okay, gut. Also, er macht was. Ne? Okay, gut. Ah, jetzt ist er fertig. Okay, wen haben wir hier? Wir haben hier den Anführer der Delian, oder des Volkes Delian. Wir haben hier Renagon. Renagon ist hier der König hier. Das sind hier die üblichen Gebäude, die er bauen kann. Und die Attacken hier von ihm. Zeige ich mal ganz schnell die Attacken, bevor ich das wieder vergesse. Denn ich habe vorhin schon mal aufgenommen. Und das war eine einzige Katastrophe. So, also, hier. Wir können einerseits hier diesen roten Blitz, den Soul Drain abfeuern. Dann können wir noch einen Blaze machen, etwa so ähnlich wie der Feuerball von Locken. Sieht nur wesentlich imposanter aus. Und dann haben wir noch Fire Tempest, etwa auch wie die Feuerwelle von Locken. Und alles ziemlich cool. Was genauso cool ist, ist dieser heilige Stein hier. Und darauf bauen wir mal so einen Magnetstein. Ich finde, die sehen auch voll cool aus. Ne? Aber das ist nicht das Einzige, was Renagon bauen kann. Er kann auch natürlich wie jeder vernünftige Monarch, okay, Tierschar jetzt ausgenommen, aber er kann wie sonst jeder so einen Alabasterwall errichten. Und dann können wir natürlich auch noch Border Guards bauen. Border Guards sind solche Wachtürme, riesige Wachtürme mit Stacheln dran, was immer mehr. Und was ich ganz toll finde, ist, der könnte nicht nur so ein normales Tor bauen, so ein Alabaster-Gate, sondern auch noch ein Alabaster-Gate. Aber das guckt diesmal in die andere Richtung. Also ist es nach Westen bzw. nach Osten ausgerichtet. Und das finde ich doch schon ziemlich cool. Ja, dann können wir noch einen Outpost, also einen Außenposten erschaffen. Und noch die Spirit of Osalm beschwören. Und naja, machen wir mal gerade einen Außenposten hier hin. Weil wir es doch mal können. So, mach mal gerade, Kumpel. So, und wenn wir das haben, dann können wir auch schon die ersten vernünftigen Einheiten hier ausbilden. Und ja, wir können auch gleich nochmal ein paar Magnetsteine bauen. Ich glaube, das ist ganz gut, ja. Und ich muss jetzt sagen, ich habe vorhin schon mal aufgenommen, also gestern schon mal aufgenommen. Und ja, es war eine einzige Katastrophe. Die Session ging über 4 Stunden. Und die meiste Zeit war davon einfach nur Gelagge. Also hat es gelaggt. Also, und mal ganz ehrlich, 3,5 Stunden. Ein laggendes Video. Das möchte keiner. Glaubt mir, Leute. So, hier haben wir einen Außenposten endlich erschaffen. Und da können wir. Jetzt hier die, das sind die normalen Einheiten oder die einfachen Einheiten von Delian. Stormcrow, die Sturmkrähe. Bilden wir mal 5 von aus. X-Men, Axtmänner, auch 5 Bombardiere. Oh, die wollen wir auch haben. Elfen Wolfreiter. Ja, ich übersetze das mal gerade alles ins Deutsche. Milita, also Milizsoldaten. Und Halbling-Bogenschützen. Halfling-Archers.
und Clerics. Ich glaube, das heißt Kleriker, oder? Oder? Ich habe keine Ahnung. Ich kann kein Englisch. Ich kann Englisch immer eine Niete. So, wir haben hier einmal so einen Border Guard hingebaut. So einen Wachturm. Und der dürfte das erstmal schützen. Ja, denn ich weiß, die Tarusianer sind hier auf der anderen Seite der Insel. Und die können nur von dieser Seite auskommen. Über diese Stelle im Sumpf, diese flache Stelle. Diese seichte Gewässer hier. Ne? Von daher bewachen wir mal dieses Stück Land, dieses Stück des Ufers am besten. Das ist ganz gut so. Und wir haben keinen Mana mehr. Also irgendwie nicht geplant, aber wir haben hier schon die ersten Einheiten. Nämlich die X-Mans, also die Axe-Mans, die Axtkrieger, wir nennen sie Axtkrieger. So, einfache normale Infanterieeinheiten, die im Nahkampf ziemlich gut sind. Ach ja, und die Stormcrows, das sind Sturmkriegen, wie gesagt, das sind die Speer von Delian. Ziemlich coole Einheiten. Ja, wie alt wir normale Speer auch. So, der erste Bombardier ist auch fertig. Und die Bombardiere, die sind extremst nützlich, Leute. Um euer Lager endlich erstmal gut schützen zu können, wollt ihr unbedingt diese Bombardiere haben. Die sind verdammt gut. Auch wenn ihr Angriffssound ein bisschen sehr komisch ist. Es hört sich nämlich an, als ob sie einen Katapult hätten. Gucken wir mal nach. So. Ja. Okay, da. Ja, aber, naja, gut. Die sind unglaublich stark dafür. Und es ist jetzt nicht schlimm, dass sie jetzt sich anhören wie Katapulte, meine ich. Habe ich gerade vorhin Kanonen gesagt? Ich meinte Katapulte. Weiß jetzt gerade nicht, ob ich jetzt Kanonen oder Katapulte gesagt habe. Ich habe darauf nicht geachtet. Und da auf der Minikarte sehe ich doch schon die ersten Angreifer. Okay. Ja. Machst du mal was, Kumpel. Okay. Jetzt greift an. Und Dams. Von den Bombardieren einfach kein Problem. Der wämst einfach alles gnadenlos weg. So. Und da haben auch schon hier die ersten Eisenschnäbel. Diese Penner. Aber der ist auch absolut kein Problem für unsere Border Guards. Grenzwächter heißen die, glaube ich, übersetzt, ne? Ich glaube, soweit sind meine Englischkenntnisse doch noch. So, in der Art. Weiß nicht, was ich eigentlich sagen wollte. Irgendwie so. Irgendwas sowas in der Art wollte ich eigentlich sagen, aber egal. So, hier haben wir noch einen weiteren Magnetstein. Nein, einen Heiligenstein. Boah. Ey. Das ging gar nicht in der Session von gestern, ne? Ich habe die andauernd verwechselt. Und ich glaube, das habe ich. Jetzt. Das übernehme ich jetzt irgendwie. So. Das Blöde an dem Bombardieren ist halt. Ja, die sind relativ teuer. Verbrauchen viel Mana, sehr viel Mana. 2800. Ey, wer soll sich das leisten können? Ich nicht. So. Wir schieben mal diese kleinen Kanonen etwas hier mal weiter nach vorne. Okay, gut. Okay. Oh, warte mal, du packst mal dein Gefährt irgendwie. Ja, passt schon. So, okay. Kein Problem, Mann. Alles easy. Ist, glaube ich, schon meiner Meinung nach ein bisschen zu überpowered. Aber naja, okay. Eine weitere richtig nützliche Fähigkeit von Renagon ist halt die Fähigkeit, dass er Tote wiederbeleben kann. Also quasi wie Elsin kann er gefallene Einheiten sowohl von unserer Seite als auch von der gegnerischen Seite wiederbeleben. Und das kann sehr nützlich werden, ne? So, wir haben auch schon hier die nächsten zwei Einheiten. Da haben wir die Elfenwolfreiter. Einfache Kavalleristen. Auch Nahkampfkavalleristen, ne? Und, was soll man auch so großartig sagen? Elfen, die auf Wölfen reiten.
Ja, auf jeden Fall hier mal Militas, Milizsoldaten. Ja, Herr. Etwas stärkere Nahkämpfer als die Axtmänner. Was ist denn hier los? Ach, sag bloß. So weit kommt's noch. So, wo ist denn hier Renagon? Komm mal her. Boah, Alter, ich musste gestern seinen Namen wirklich auswendig lernen, bis ich den mal drauf hatte. Mein Kumpel, komm doch mal weg. Alter, ist der frech hier. So. Also für die Frechheit, ne? Für die Frechheit? So nicht, junger Mann. So nicht. So. Erstmal das Ding da wieder hinbauen. So, und da haben auch schon die Halblingsbogenschützen. Also Frodo und die anderen Hobbits. Frodo, Bilbo Beutlin und wie sie alle heißen. Ich muss mir Herr der Ringe unbedingt mal wieder angucken. Und in hier. In der Hobbit Smaugs Einöde muss ich auch unbedingt rein. Hm. Film soll richtig gut sein, habe ich gehört. What do you want? Aber ich habe den noch gar nicht gesehen und so. Naja, könnt ihr mir den Film empfehlen? Habt ihr den schon mal gesehen? Ich meine, der Zeitpunkt, wo das Video jetzt läuft, läuft auch der Film. Und da wollte ich gerne nochmal rein. Ne? Naja, auf jeden Fall haben wir die ersten Halblingsbogenschützen. Einfache Bogenschützen. Dürften wahrscheinlich mehr aushalten als die Skelettschützen. Machen aber dafür auch weniger Schaden. Und die Geisterschiffe, die nerven schon ungemein. Aber die Halblingsbogenschützen und die Grenzwächter haben die Geisterschiffe schon mal wieder versenkt. Da sind wir wieder bei den versenkten Geisterschiffen. So. Und, aber dann bin ich hier noch ein. Da ist er. Okay, gut. So, wo haben wir denn die Kleriker? Da haben wir die ersten. Kleriker sind einfache Magiererbauer. So, und das sind die Gebäude, die auch die Kleriker bauen können. Wie Renagon können die auch Magnetsteine, Border Guard Towers, also Grenzwächtertürme und Wälle errichten. Allerdings können sie auch noch hier die Alabastertürme errichten, solche kleinen Türme. Die sind verdammt nützlich. Die wollen wir direkt mal zwei Stück von bauen. Und dann können wir auch noch so eine Shipyard bauen, also so eine Schiffswerft. Bauen wir einfach mal gleich hier hin. Ja, warten wir erst ein bisschen, bis die Türme fertig sind. So. Und die tausianische Musik spielt ein. Das ist cool. So. Was ich übrigens ziemlich cool finde, ist auch noch, dass die Halblingsbogenschützen, dass sie ja, wesentlich kleiner sind als die normalen Einheiten, also die anderen Einheiten. Allerdings sind sie jetzt auch nicht übertrieben klein, ne? Also da wurde schon wirklich drauf geachtet, denke ich mal, ne? Also so kommt es jetzt vor. Dass man die jetzt nicht übertrieben klein macht. Ey, Moment mal. Moment mal. Was soll das denn? Warum ist das Ding ja kaputt? Moment. Das ist inakzeptabel. Ein völlig inakzeptables Verhalten ist das, was an den Tag gelegt wird. So. Und man sieht ja schon, die Alabaster Tower greifen mit, Moment mal, was soll das? Kumpel. Die Alabaster Tower greifen mit, diesen Magic Missiles an. Und, ja, verbrauchen dafür ihren Mana-Vorrat. Aber, naja, okay. Who needs so viel Mana? Eigentlich. Ja, weil der Mana-Vorrat, der wird, ehrlich gesagt, nie wirklich leer. Außer wenn die so schnell hintereinander angreifen. Und irgendwie habe ich den Eindruck, dass wenn Gegner weiter entfernt sind, dass die Alabaster Tower dann irgendwie wirksamer sind oder so. Naja, okay, so. Okay, das ist kein Problem. Grenzwächter und Alabaster Magier, die haben damit ehrlich gesagt kein Problem. Oder dürften kein größeres Problem damit haben.
Und es ist so laut gerade. So, wir gehen da hier zur Seite und bauen mal eine Schiffswerft hin. Irgendwo hier hin. Wo uns keiner stört. Was ich ein bisschen merkwürdig finde, ist, dass der Kleriker in Blitzen spricht. Ja. Klingen wir ihn einfach ein paar Mal an. Who summoned me? Who summoned me? Summoned me? Ah, seht ihr? Seht ihr? Er hat in Blitzen gesprochen. Tut mir leid, ich spreche kein Blitzisch. So. So, auf jeden Fall können wir dann auch nochmal gleich hier diesen Enchantment. Wie wird das ausgesprochen? Dieses Gebäude. Wir können dieses Gebäude ja auch noch bauen. Gucken wir mal nach, was da drin ist. Was für Einheiten in diesem Gebäude da drin sind. Und die Shipyard ist schon fertig. So, das sind unsere Marineeinheiten. Die Marineeinheiten von Delian. Wir haben Earthen Destroyer, Galleys, also Galeeren, Katamarane, Dreadnoughts und Dwarven Plunger. Plunger ist das nicht Klempner? Ich meine ja. So, auf jeden Fall, fünf davon. Weil wir es können. So. Who summoned me? Ich weiß auch nicht so. Jedenfalls, das Ding ist auch schon fertig. Donnerwetter, wir sind aber relativ flink heute. So, das sind die ganzen. Wir werden angegriffen, ne? Ach Leute, kümmert euch mal rum. Okay.